Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Barrowhill, der Fluch der Ketten. Die ersten der zwei heutigen Folgen, später kommt für euch noch das Was wäre wenn in Mittelerde. Morgen kommt dann wieder nur eine Folge, Let's Play Barrowhill, der Fluch der Ketten. Ja, beim letzten Mal haben wir einiges erreicht. Wir haben ein Artefaktbruchstück gefunden mit dem Metalldetektor bei der Klosterruine. Wir haben uns das heilige Wasser im Brunnen der Sankt Aneka besorgt. Und damit die dritte Opfergabe. Und wir haben beim Jeep uns nochmal umgesehen und dabei unter anderem ein PDA gefunden und somit auch die Codenummer vom Zimmer von Conrad. Außerdem gab es am Ende der Folge einen Anruf von Emma. Sie lebt noch. Gut geht sie allerdings nicht. Sie kann aus dem Steinkasten nicht raus und ja, wir müssen schnell machen, wenn wir sie noch retten wollen. Deswegen laden wir gleich hier in die Raststätte. Hier hatten wir einen Anruf von ihr. Und ganz kurz bevor wir anfangen, möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich natürlich geirrt habe. Weil ich dachte bisher, es gibt halt als Todesfälle die Windsail, den Conrad, den Pete und den Ben. Aber es sind weit mehr. Es sind weit mehr deswegen, weil wir ja gestern bei den Zeitungen schon gelesen haben von den ganzen verschwundenen Leuten. Das ist das eine. Und das andere ist zum Beispiel hier. Dieser Steinkreis hier. Mit der Brille. Wo wir ja jetzt mittlerweile wissen, dass diese Steinkreise quasi die Überreste von Menschen sind. Das heißt, die Leute hier sind gestorben. Da wissen wir auch von der Überwachungskamera, dass die verfolgt wurden. Und ja, wir erinnern uns ja auch, dass auch im Wald so ein Steinkreis ist, bei dem Stop the Dick-Schild. Das heißt, auch die Demonstranten sind verstorben. Und das bedeutet, es sind ganz schön viele Leute draufgegangen hier. Das war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt mittlerweile schon. Und ja, noch was anderes kurz, so ein bisschen fun-mäßig. Ich hatte ja gestern die Assoziation mit Galadriel wegen dem heiligen Wasser. Und ich hatte auch eine Assoziation mit einem Grabenhold. Weil wir ja bei Konrad Morse unter anderem gelesen haben, dass er den Barrow geweckt hat. Und ja, ne, mit den Grabhügeln und mit dem Schatz, den wo ja Grabenholz dran hängen, was sie unbedingt zurückhaben wollen. Irgendwie passt das. Aber gut, genug der Scherze, genug der Herr der Ringe-Assoziationen, zurück zum Ernst des Lebens. Wir sind jetzt bei Zimmer Nummer 3. Und mit dem Code 348 kommen wir hier rein. Das ist Conrads Zimmer. Da müssen wir jetzt rein. Ich hoffe, wir kriegen da die Antworten, die wir suchen, oder zumindest ein paar. Die brauchen wir nämlich. Ach du Scheiße. Okay, wir sehen hier schon im ersten Blick gleich, hier lebte ein geistig gesunder Mensch drin. Mit, sagen wir mal, viel Spaß an Schreiben. Er sieht uns alle tief. Er sieht mich. He watches the slumber. Also er bewacht sein, weiß ich nicht. Antiker Kuss. Ach du Scheiße, hier noch mehr. Haltet mich auf. Stop the Zephs, weiß ich nicht. I am his servant, also ich bin sein Diener. Sehen. Ja, ein geistig gesunder Mensch lebte hier. Der Conrad war ganz schön irre. So, hier geht's raus. Und hier ist noch mehr. Also der hat hier alles vollgeschrieben. Okay, dann schauen wir mal. Ich denke, ich fange hier an. Hier haben wir das Bild eines Horns. Und das Bild eines Baumes. Und das Bild einer Person. Hier unten haben wir wieder die gute alte Kolgate. Oder zumindest was ähnliches. Ja, man merkt schon, der hat schwere psychische Schwierigkeiten. Hier ist der Spiegel. Da ist aber nichts. Und bestimmt werden seine Notizen ein Spaß. Interessante Zeichnungen hat er auf jeden Fall auch hier. Und zwar eine Menge Zeichnungen.
Ich glaube, teilweise stehen hier dieselben Dinger. Diese Kreise haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Wie hier zum Beispiel an der Tür. Okay, da war jetzt nichts, aber hier ist doch was. Genau, da ist eine Notiz. Hier ist eine Notiz. Und hier sind auch Dinger. Was haben wir hier? Dunkle Zeiten, Eisenzeit, Bronzezeit, neue Steinzeit, mittlere Steinzeit, okay. Zeremonielle Seiten in Cornwall. Mhm. Das heißt ja, wir die ganzen Zeiten, wann was ausgegraben wurde oder beziehungsweise wann was erbaut wurde, das kann man halt leider links schwer lesen, weil es so klein ist. Ansonsten haben wir hier eine Broschüre zu dem GPS-System. Die N7500-Reihe. Alle N7500-Produkte sind in den Farben Silber und Gelb eigentlich. Okay. GPS-Kartografie-System mit der hochmodernen C4 Geodätik-Antenne, die auf einem leichtgewichtigen Fluchtstab montiert wird, wird die grafische Darstellung mit GPS Global Position System zum Kinderspiel. Ein N7500-Empfänger, der unten am Stab angebracht ist, bietet über 7 Stunden Batterieleistung. Der Stationsarm trägt die GPS-Einheit, während er das mobile Gerät auflädt. Ja, diesen Stab haben wir gesehen in dem Zimmer 1, also in dem Zimmer, wo die ganzen Sachen drin waren, wo wir auch das GPS her hatten. Wo ich mich ja schon gewundert habe, was es ist. Handgerät. Das leichtgewichtige GPS-Handgerät kann unabhängig vom Hauptsystem genutzt werden. Sobald es von der Basisstation losgelöst ist, kann die Einheit immer noch begrenzte Positionierungsinformationen liefern. Das GPS-System verbindet sich automatisch mit dem N7500 Bluetooth-PDA. Überwachungskameras. Wetterfeste, solarbetriebene Überwachungskameras. Vielzahl an Positionierungsmöglichkeiten. Tageslicht- und Nachtsichtmodi. Kameraübertragungen können per N7500 Bluetooth-PDA empfangen werden. Bluetooth-PDA. Vollständig adaptierbarer PDA, also Personal Data Assistant, mit einer breiten Palette an Softwareoptionen. Bluetooth-Unterstützung für Autoverbindungen mit der N7500 Produktreihe. Und das Schnellladesystem. Jedes Produkt der N7500-Reihe verwendet das Schnellladesystem, um das System in kurzer Zeit wieder einsatzfähig zu machen. Für Handys, GPS-Geräte und PDA erhältlich. Also es sind alles Sachen, die wir nutzen. Das Schnellladesystem haben wir ja wegen dem Handy benutzt, das GPS-Handgerät und das PDA haben wir. Und die Überwachungskameras, die sind halt bei den Steinen. Da haben wir beim letzten Part die Bilder gesehen, wo übrigens ein Stein fehlte. Also ein reiner Flyer. Okay, das hier sieht aber nicht wie ein Flyer aus. Nein, das ist eine Tagebuchseite. 10. September. Warum hören wir nicht zu? Die Botschaft liegt in unseren eigenen Seelen verborgen. Er war einer von vielen und diejenigen seinesgleichen fühlen den Schmerz, den wir verursachen. Wir nehmen, was einst gut war, rein und übernatürlich. Wir missbrauchen es und das Vertrauen, das er uns gewährte. Der Boden ist reich an Energie. Die Linien zeigen sich mir sehr deutlich. Das Siegel bricht. Die Zukunft ist offen. Ich sehe... Was sehe ich? Im Fieberwahn schreibe ich Dinge auf, die keinen Sinn ergeben. Wenn es nicht meine Handschrift wäre und meine eigene Hand, die den Stift hält, würde ich es selbst nicht glauben. 11. September. Er lauert, wartet und beobachtet uns im vergessenen Käfig, der sein Gefängnis geworden ist. Sein Tempel war vergessen. Doch schon bald will er seine Hunde schicken und die Jagd von neuem beginnen. 12. September. Die geophysikalische Analyse ist gekommen. Diese Methode ist ein fabelhaftes Werkzeug für die Archäologie. Es ist großartig, durch die Erde unter unseren Füßen hindurch ein Bild zu erschaffen zu können. Nur mit den Daten, die magnetische und radiologische Messgeräte von der Erde verfassen, die wir mühsam umgraben. Es wird einige Zeit dauern, bevor wir die Bilder interpretiert haben. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass in diesen ganzen digitalen Zahlen Geheimnisse versteckt liegen. Wir werden noch herausfinden, was unter dem Grab liegt. Ja, eine der Tagebucheinträge von Conrad, und man merkt schon, also die Verrücktheit ist Fakt. Das war von mir keine Einbildung. Ich meine, bei der letzten Eintrag, der 12. September, da schreibt er normal, aber beim 10. und 11. nicht. Beim 10. und 11. Es wirkt so, als würde er von dem Mokret schreiben.
Der vergessene Käfig, wir wissen ja, mit den sieben Steinen, mit den Königen. Und einer seiner Hunde wird halt der Wächterstein sein. Ja, also er hat selber nicht verstanden, was er hier schreibt. Das Siegel bricht. Die Linien zeigen sich mir sehr deutlich. Vielleicht sind das diese Zeit, also dieser Kreis, der er zum Beispiel auf die Tür gemalt hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, nicht geistig gesund. Hier ist eine weitere Seite unterm Toilettendeckel. Die ist ein bisschen später. Er sieht uns als Ungeziefer, als Krankheit, welche die Schöpfung, sein Land verschlingt. Wie eine Seuche reißen wir das Gute aus Erde und ersetzen es durch den Abfall unserer Existenz. 15. September. Wieso muss ich diese Narren ertragen? Wieso muss er hier unten darben? Archäologie hat nichts mit Zerstörung zu tun. Diese Dummköpfe, die sich selbst Demonstranten nennen, zerstören, was wir zu verstehen versuchen. Die Wissenschaft und das Wissen, das wir enthüllen, sind essentiell für die Zukunft. Verstehen und wertschätzen ist ein Geschenk, das diesen Vandalen fehlt. Sie haben ihre eigenen Gesetze aufgestellt. Die Wächter bewachen seine Ruhestätte, huldigen ihm seit Urzeiten, um ihn zu besänftigen. Doch vergessen. Jetzt stehen sie alleine, verfallen und von Mythen umnebelt, ohne wahren Sinn. Eine Ewigkeit ist vergangen, seit sie über die Opfergaben urteilten. Ich werde ihm huldigen. Was sage ich da? Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Doch sollte man nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen? Mythen und Legenden haben oft einen wahren Kern, wahre Geschichten, die über eine lange Zeit überliefert wurden, zu den Sagen von heute. Also hier schimpft er über die Demonstranten, das ist nichts Unerwartetes, der Pete fand die Demonstranten auch nicht toll, und er wollte Mograth huldigen. Er war zwar nicht ganz sicher, aber er wollte es halt machen. Die Wächter sind bestimmt die sieben Steine, also die sieben Könige, und sie haben halt eine Ewigkeit lang keine Opfergaben mehr erhalten. Vielleicht ist deswegen das jetzt so, wie es ist. Vor allem noch zusätzlich mit dem Diebstahl des Artefakts durch Emma und vielleicht durch diese Priesterin, von der wir gestern gelesen haben, die das eine Stück bei der Kursdoruine verbrannt hatte. Die vielleicht Elsie, von der haben wir halt keinen Namen. Leider haben wir es ja halt nicht chronologisch. Ja, also ganz toll, ne? Man hat hier richtig viel Spaß. Duschen können wir nicht. Schade. Also diese Kreise meinte ich, die hier auf der Tür. Vielleicht sind das Linien. So, hier hatten wir geschaut. Da müssen wir jetzt hier hingehen. Da ist ein Koffer, den schaue ich mir gleich an. Hier könnten wir nur hingehen. Hier weitere Bilder. Die Bilder sind echt cool gezeichnet, muss ich sagen. Hier ist zum Beispiel The Ancients are awake. Also die Alten sind erwacht. Hier waited, glaube ich. Also er erwartet. Look at what we're. Schau auf was wir irgendwas. Ist schwer zu lesen teilweise. What we dare, also schau, was wir uns wagen. Teilweise Gesichter, das ist ja bei gerade ein Gesicht. Und das ist, glaube ich, einer der Steine. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine weitere Sache. Sonne und Mondstand mit Winter und mit Sommer. Jetzt haben wir ja gerade mit Winter. Wir haben ja Ende September. Mhm. Könnte für später wichtig sein. Hier ist eine weitere Tagebuchseite. 21. September. Ja, zumindest sind wir bis jetzt chronologisch. Aber es ist eine große Zeitabschnitte dazwischen. Ich hab's. Ich habe das Siegel freigelegt. Es ist in Fragmente zerbrochen. Die Bronze ist verschmutzt und stumpf, aber das Muster ist deutlich erkennbar. Keiner soll es haben. Wird das Artefakt von Barrow entfernt, wird er wieder frei sein. Keiner wird übrig bleiben. Wir alle werden gerichtet. Es ist zu spät. Wir haben die Opfergaben vergessen. Unsere Jäger versammeln sich schon, machen sich bereit für das letzte Urteil. Ich kämpfe gegen den Ruf an.
aber die Stimmen rufen mich auf den Hügel. Was habe ich getan? Der Wahnsinn brennt sich in meinen Geist. Ich habe ihn entehrt. Ich dachte, ich würde eine große Tat vollbringen, aber es hat sich alles nur als purer Wahnsinn herausgestellt. Die zwei Stücke des zerbrochenen Siegels liegen nun auf dem Hügel verstreut, und ohne sie wird er nicht wieder ruhen. Ich habe eins der zwei Artefaktstücke hier in der Raststätte versteckt. Sollte es gebraucht werden, habe ich eine Notiz seiner Position gemacht. Es ist der einzige Ort, an dem das GPS zu funktionieren scheint. 2778.446 bei 7854.445. Verfluchtes Gerät. Selbst diese Koordinaten sind hoffnungslos ungenau. Aber wenigstens ist dieses dumme Gerät konstant. Wenn ich doch nur verstehen könnte, was den Schmerz heilt, um die Zeremonie zu vollenden. Was könnten die Opfergaben sein? Kann meine Forschung Licht auf diese dunkle Aufgabe werfen? Ich fürchte, dass das Wissen seit Jahrhunderten verloren ist. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ich muss weg hier, und zwar jetzt. Der Jäger kommt näher. Der Diener des Meisters bringt Tod und Zerstörung. Der Wald ist nicht sicher. Ich muss den Hügel verlassen, bevor es zu spät ist. Okay, also hier haben wir einen Hinweis. Er hat das Siegel entfernt. Wahrscheinlich in einem Anfall von Wahnsinn. Wahrscheinlich wurde er vom Mokret, also ich nehme an, vom Mokret, benutzt geistig, um das Siegel zu entfernen, damit Mokret frei ist. Damit er halt den Wachstein losschicken kann, um die ganzen Leute zu killen. Und eins der Artefaktstücke ist hier auf der Raststätte, wo das GPS funktioniert. Wir wissen, sonst funktioniert das GPS nicht. Wir haben hier Koordinaten, die schaue ich mir später natürlich auf. Und es gibt zwei Stücke. Ja, das andere Stück ist vielleicht das, was wir gestern gefunden haben bei der Ruine. Das vielleicht die Emma vergraben hat oder vielleicht halt diese Priesterin aus der alten Zeit vergraben hat, von der wir halt den Namen nicht kennen. Weil man merkt schon, er wollte ihm nicht dienen, aber er hatte halt nicht wirklich eine Wahl. Er konnte nicht weg, er hat ja versucht zu fliehen dann, und wir wissen, wie das geendet ist. Wir waren ja gestern nochmal beim Jeep. Das ist halt nicht gut ausgegangen. Ich nehme an, das ist der letzte Eintrag hier. Das war der hier, ne? Ja. Beim Bett. Ja, mein Lieber, wie gesagt, halt, ich wollte nochmal da runter. Ja, das hatten wir. Aber das hatten wir nicht. Lunarmann, Fallic Moonstones. Fallische Mondsteine und Mondzyklen. Leider ist das zu klein, das kann ich nicht lesen. Wenn ihr das lesen könnt, dann könnt ihr ja pausieren. Ich kann das nicht lesen. Tut mir leid. Das ist einfach zu klein. So, was haben wir hier noch? Hier im Müll haben wir noch was. Und zwar eine Notiz, die wir zusammensetzen müssen, offensichtlich. Okay. Schauen wir gleich mal. Den Code habe ich. Er hat es also zerrissen und weggeworfen. Für meine Aktentasche wahrscheinlich. Genau, für meine Aktentasche geändert. Das gehört auf jeden Fall zusammen. Den Code von meiner Aktentasche habe ich jetzt geändert. Bei der wahrscheinlich Kombination. Genau. Habe ich mich vom Nummernschild meines Jeeps inspirieren lassen. Ah ja. Ist halt nur die Frage, wo das hier reinkommt. Das kommt wahrscheinlich da oben hin. Ja, auch kein sehr schweres Zusammensitzen hier. Genau, so gehört das bestimmt. Muss man jetzt noch ein bisschen genauer machen hier. Jetzt schaue ich nochmal kurz. Genau, jetzt ist es ganz. Okay, den Code für die Aktentasche ist also vom Nummernschild des Jeeps. Das habe ich mir damals aufgeschrieben. Dieses 4-mal und Zahlenkombi. Ich denke mal, dass man das halt zusammenrechnen muss.
Das werde ich aber nicht in der Folge machen, das sage ich euch gleich, weil das habe ich leider nicht gemacht, weil ich nicht wusste, ob man zusammensetzen muss. Okay, was haben wir hier noch? Hier ist der Blick nach draußen. Hier ist nichts. Was haben wir hier? Bolovol Barrow before Restoration. Der Grabhügel vor der Restauration. Aha. Und hier Brain Barrow. Comparison of Plans and Orientations. 1982. 1978. Also hier sind verschiedene Bilder von dem Grabhügel, von dem Steinkreis. Und hier auch. Ken Junior. Aber ich glaube, das sind nicht die gierigen. Ich glaube, das sind die, von denen wir zum Beispiel gestern ein paar Bilder gesehen haben. Beim Jeep. Weil von hier gab es ja keine Aufzeichnungen, außer von der verschwundenen... Professorin. Das wussten wir schon. Okay, da ist der Aktenkoffer. Wie gesagt, den schaue ich jetzt nicht an. Weil da brauchen wir die Zahlenkombination und die rechne ich aber jetzt nicht im Part aus. Aber wir haben hier noch ein bisschen was anderes. Ja, hier kann man wieder eher wenig lesen tatsächlich. Was haben wir hier? Hier haben wir wieder die Scherben. Und verschiedene Fläschchen. Das ist wahrscheinlich die Erde, die in den Scherben war. Okay, was haben wir hier hinter? Hier ist der... Okay, da ist nur der Ding. Hier ist das Bild. Schiefhängend. Aber hier ist doch noch was. Ist da nichts? Doch, sage ich doch. Hätte mich auch gewundert. Hier haben wir seinen Hut und darunter ist noch eine Notiz. Die können wir aber aus irgendeinem Grund nicht nehmen. Aber vielleicht ist was in den Schubladen. Okay, da ist nichts drin. Ja, kacke. Dann bleibt ja nur noch der Aktenkoffer. Oder ist hier irgendwas drin? Na, vielleicht nicht. Hier ist ein Detektiergerät. Das ist gut. Und Würfel. Okay, alles klar. Schauen wir mal. 28. Juli. Die Ausgrabungen gehen gut voran. Trotz der Demonstranten, die vor kurzem angekommen sind. Sie haben in der Nacht ganz schön randaliert. Viel von unserer Ausrüstung gestohlen und beschädigt. Seltsamerweise haben sie das einzige Teil, das schon kaputt war, nicht angerührt. Dieses lächerliche GPS-Gerät. Ich habe ein paar kabellose Kameras aufgestellt und meinen PDA konfiguriert, damit ich die Ausgrabungsstätte immer beobachten kann. Jetzt, wo wir wissen, dass die Steine bereits so lange da stehen, freue ich mich darauf, ihnen endlich ihr Geheimnis zu entlocken. Ja, das ist Conrads Stimme wahrscheinlich. Da ging's ihm noch gut, ist der erste Eintrag. Können wir weiterblättern? 28. Juli. Die Ausgrabung... 28. Okay. Juli. Die Ausgrabungen... Es lebt. Und ich erwarte das... 21. September. Ich bin diesen Abend zum Graben auf den Grabhügel zurückgekehrt. Konnte mich dem neugierigen Auge meines Assistenten entziehen. Ich wusste, dass wir heute beinahe etwas ganz Wichtiges gefunden hätten. Ich grub weiter und fand zwei Artefaktstücke am Grund des Grabens. Und dann die Stimmen. Die Stimmen aus meinen Albträumen. In meinem Kopf. Ich hob die Artefakte auf, Teile des Siegels, ein Schlüssel. Dann habe ich sie versteckt. Niemand wird sie je finden. Ich habe sie verstreut, wie die Stimmen es mir befohlen haben. Niemand wird wissen, welchen Zweck sie erfüllen oder woher sie kamen. Wenn die Ruine in der Nähe weiter im Sumpf versinkt, wird eines dieser Artefakte sogar sehr gut versteckt sein. Und das war Eintrag 2. Und da wird Conrad schon verrückt, wie man schön hört. Okay, also er hat die Artefakte versteckt. Das zweite hat er im Sumpf versteckt. Ja, das war das, was wir gestern gefunden haben. Ich dachte, es wäre versteckt worden, entweder von der Emma oder von der Priesterin.
Ich frage mich, wenn er sagt, er hat zwei versteckt, also zumindest 5 Einträge. Wenn er sagt, er hat 2 versteckt, dann es musste ja 3 geben. Weil Emma hat ja auch 1 genommen, wo die Archäologen nicht da waren. Ja, wie gesagt, im Vergleich zur ersten Aufzeichnung, man merkt schon, hier wird Conrad ganz anders. So, Aufzeichnung 3. 28. Es lebt. Und ich etwas geht hier vor sich. Ich fand mich selbst am Altarstein wieder. Um mich herum verstreut lagen meine ganzen Notizen. Verkohlt und unbrauchbar. Wie konnte das passieren? Ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne. Ich habe eines der Artefaktfragmente ganz in der Nähe versteckt. Unter meinem eigenen strengen Blick. Warum bin ich gezwungen, diese Dinge zu tun? Welche Kraft treibt mich an? Ich fühle mich, als hätte ich die Kontrolle verloren. Ich habe mir die Stelle notiert, an der ich die Artefakte vergraben habe, bevor mein Kopf völlig leer war und ich mich erneut in Vergessenheit verlor. Ja, du bist ja auch nicht Herr deiner Sinne, lieber Conrad, wie man schön einen Antrag vorher gesehen hat. Also hier war er wieder Herr seiner Sinne, wieder bei Verstand, er hat es sich notiert, wissen wir ja, die Position mit dem GPS. Aber, ja, er galt offensichtlich nicht für das bei der Klosterruine, wo er auch gehofft hat, dass sie versinkt. Eintrag 4. 21. September, 28. Es lebt. Ich erwachte wie aus einem Tagtraum, obwohl es eher ein Albtraum war. In meiner Hand hielt ich Seiten voller undeutlicher, eigenartiger, gekritzelter Zeichnungen. Die Steine rufen mich und ich kann ihre Worte immer noch nicht deutlich verstehen. Was ist es, was sie brauchen? Welche Opfer soll ich ihnen bringen? Ein sehr kurzer Eintrag, der 4. Eintrag. Bei den Opfergaben hatte er keine Ahnung, was er ihnen bringen soll. Wir haben ja jetzt 3 von 7. Okay, und dann der letzte Eintrag. Leider tut man sich halt immer verdrücken. Das geht hier 21, 28. Es lebt und beobachtet uns. Es sieht alles. Es hat Jahrhunderte geschlafen und auf seine Erweckung gewartet, um noch einmal zu richten. Ein Wächter aus längst vergangener Zeit. Die Steine sind Wächter und Beschützer. Der zerbrochene Schlüssel. Das Siegel, das ich entfernt habe. Jetzt geht der Wächter auf die Jagd. Was habe ich getan? Was habe ich nur getan? Ich nehme an, mit dem Wächter meint er den Wachtstein. 28. Juli. Okay, es waren nur 5 Einträge, dann haben wir alle. Interessant, dass er das Diktiergerät nicht mitgenommen hat. Aber das waren gerade doch wichtige Infos. Okay, kann ich die Schublade wieder zumachen? Ne, die kann ich nicht wieder zumachen. Ich hoffe, darunter war jetzt nichts Wichtiges. Ja, ich denke mal, also wie gesagt, den Code für das hier, das machen wir beim nächsten Mal. Was ich jetzt noch machen werde, damit wir jetzt nicht die paar Minuten noch vertun, ist, dass ich versuche, die Sachen zu schnibbeln in der Küche. Also die Sachen, die wir haben, dass wir uns vielleicht noch mal eine Opfergabe holen können. Der Conrad tut mir irgendwie schon ein bisschen leid, weil wirklich was dafür, dass er benutzt wurde. Mann. Er war wirklich da, was dafür, dass er benutzt wurde, konnte er nicht. Er hat es ja nicht bewusst gemacht. So. Hier sind wir wieder. Wir haben halt immer noch nicht den. Immer noch nicht hierfür den Schlüssel, aber vielleicht müssen wir da gar nicht rein. Ich tue jetzt hier mal den Korb hinstellen und schauen wir mal, ob wir hier was anderes finden. Wir haben hier eine Menge gesammelt. Wir hätten hier die Beeren, wir hätten hier die Eiche und viele, viele Pilze. Und die können wir ja hier mit dem Stößel wahrscheinlich zermalen. Jetzt überlege ich nur, was galt als wichtig? Die Eiche galt als wichtig. Der Dryadenschlummer, das war ja der rote Pilz. Und ich denke die Beeren. Ich weiß nicht, ob die anderen Sachen auch wichtig sind. Ich probiere erstmal das. Da zermalen wir das gerade. Und da war gerade Leuchtendes zu sehen. Okay, ich glaube, wir haben es richtig. Ich glaube, wir haben hier eine weitere Opfergabe. Eierbecher. Das alte Land ist erwacht. Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden.
Gut, damit haben wir eine neue Opfergabe. Das war zwar jetzt im Ansatz nicht alles, was wir besaßen, aber immerhin, wir haben etwas Neues. Das war gerade das Pflanzenmischung-Opfer. Das heißt, wir haben jetzt 4 Opfergaben. Ja gut, sehr schön. Das war jetzt ein bisschen geraten, aber wie gesagt, wir, mit der Eichel wussten wir, dass sie wichtig ist. Die wurde ja öfters erwähnt, der Dryadenschlummer zumindest einmal erwähnt. Und die Bären waren, glaube ich, auch einmal in Erwähnung. Und auch so hätte ich sie jetzt spontan genommen, weil sie halt das Einzige waren, abgesehen von Pilzen. Dann gehen wir hier wieder raus. Ich gehe noch kurz in Conrads Zimmer zurück und dann werden wir speichern. Und ja, beim nächsten Mal gucken wir in seinen in seine Aktentasche. Und da mal schauen. Jetzt haben wir 4 von 7. Ich denke, wir könnten dann hier auf der Raststätte mit dem GPS das zweite Artefaktstück suchen. Was ja wichtig ist. Aber zuerst will ich halt hier alles haben. Ansonsten, ich gehe hier nur kurz hin. Jetzt sind wir hier. Ah, jetzt ist es zu. Okay, aber darunter an die andere kommen wir nicht. Und hier ist nur der Stuhl. Okay, also es war nur die Schublade wichtig. Wie gesagt, als nächstes machen wir dann die Aktentasche. Dann könnten wir halt das zweite Artefaktstück suchen, wo wir jetzt die Koordinaten haben auf der Raststätte. Und da mal gucken. Wir brauchen halt jetzt noch 3 Opfergaben. Und wir wissen halt nicht, was die sein könnten. Weil da gehen wir jetzt langsam echt die Ideen aus. Ich meine, wie gesagt, die Fruchtsäfte könnten Opfer sein. Und der Whisky. Aber Whisky haben wir zum Beispiel keinen. Weil die Flasche, die im Bens Büro war. Hier mache ich jetzt aufs Motel. Die Flasche, die im Bens Büro war, die können wir ja nicht benutzen. Das haben wir schon mal ausprobiert. Da geht nichts. Das heißt, es muss irgendwas anderes sein. Und selbst dann würde noch eine Opfergabe fehlen. Deswegen gucken wir einfach dann, was wir noch brauchen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, später noch zum Was wäre wenn in Mittelerde. Und morgen dann wieder, wenn wir halt Conrads Zimmer fertig durchforsten. Also mit der Aktentasche halt. Und wenn wir hoffentlich das zweite Artefaktstück finden. Ich glaube aber, es sind 3. Ich glaube, es sind 3, weil Emma halt geschrieben hat, sie hatte 1 entfernt und da war keiner der Archäologen da. Vielleicht dachte Conrad, dass es nur 2 wären. Und ja, bin gespannt, was ihr zu Conrad meint. Man könnte ihn natürlich für einen Idioten halten, einen, der bewusst das losgetreten hat. Aber in meinen Augen wurde der halt nur benutzt, mental, und hat's zu spät gemerkt. Und ja, gegen Beherrschung von Wesen, die viel mächtiger als Menschen sind, das kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen in meinen Augen. Schade halt, dass deswegen so viele sterben mussten. Aber wie wir wissen, ja nicht das erste Mal. Wie gesagt, die verschwundenen Bauarbeiter von Drachstädte und Telefonmast, die Professoren, war alles vor seiner Zeit. Dafür trägt er zumindest eher keine Schuld. Und genau, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr später wieder dabei seid und morgen bei Let's Play Barrow Hill wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.